Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Im letzten Part haben wir dieses Projekt begonnen und jetzt machen wir weiter, meine lieben Friends. Meine lieben Leute, ich hoffe, ihr freut euch über die zweite Folge. Nein. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr freut euch garantiert. Sonst bin ich sehr, sehr traurig. Ich wollte gerade sagen, sonst bin ich sehr, sehr traurig und, warum habe ich jetzt Angst? Ich renne um mein Leben. Ich renne einfach um mein Leben. Als wäre nichts anderes. Ich renne einfach um mein Leben. Und dann wird sich alles schon wieder geben. Achso, sie ist von der anderen Seite mit einem Vorhängerschloss abgeschlossen. Es ist nicht möglich, sie von hier zu öffnen. Dann vielleicht die Tür. Ja, die Tür geht. Oh Gott, ey. Oh, ein Zombie. Ich bin hier nicht willkommen. Nein. Nein! Holy shit! Bin ich gesund? Ich bin auch auf Achtung, okay. Nein! Geh! Oh Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Oh nein, noch mehr Zombies. Please deposit any metallic items you have in the security box. Das erinnert mich auf. Boah. Hab ich mich erschrocken. Ich hab gesagt, das erinnert mich auch mega an diese Verarsche aus Resident Evil Code Veronica. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich mich erschrocken. Okay, kann man den irgendwo speichern? Jetzt mal ernsthaft. Okay, scheiß drauf. Soll ich mich heilen oder noch nicht? Ich mach's mal noch nicht. Okay, uns bleibt keine andere Wahl. Ja, ja. Wir müssen alle Metallobjekte in die Metallbox einfügen. Please deposit any metallic items you have. Denn sonst schließt sich das Tor und dann können wir nicht weiter. Und das wäre nicht so praktisch. Wie? Nee, das geht so nicht. Wartet. Ah, okay. Schon besser. Messer, Farbband. Hä, was? Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich gerade gar nicht gecheckt, so, hä? Pistolenmunition mache ich auch mal vorsichtshalber da rein. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Die Pflanze zählt auch dazu. Obwohl, nein, ich habe noch mein Feuerzeug. Please deposit any metallic items. Ich hab noch mein Feuerzeug dabei. Ja, ja. Jetzt müsste es gehen. Ja! Haha! Boah, bin ich gut. Oh Gott, Zombies! Noch mehr Zombies. Eine ganze Reihe davon. Finde ich ja echt toll. Finde ich ja sehr, sehr toll. Man hört sie alle. Zombies, man liebt sie, man kennt sie. Was ist das? Ein Duplikator. Damit könnte ich etwas kopieren, wenn ich die nötigen Gegenstände hätte. Okay. Eine Kontrolltafel für den 3D-Scanner. Hier ist ein Schalter zum Hochfahren. Den Schalter betätigen? Ja. Alles klar.
Ja, sorry, da habe ich leider noch keine passenden guten Gegenstände dafür, die irgendwie passen könnten, die irgendwie nützlich sein könnten. Leider noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht ja bald. Ah, da waren noch mehr Granaten. Bekommen wir einen Granatwerfer oder wie sehe ich das hier? Oder warum, wieso, weshalb? Auch immer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ach komm, nerv nicht. Nein, ich wollte die Sachen wieder rausholen. Ach so, nein, geht ja gar nicht. Haha, witzig. Okay. Das geht ja gar nicht. Wie öde. Was sind das denn hier für Geräusche? Erstmal was zum Lesen. Gefaxter meine Lesekunst fängt wieder an. Gefaxter Antrag auf Zugang zur Haftanstalt. Bitte lesen Sie den folgenden Antrag auf Zugang zu unserer Einrichtung sorgfältig durch und führen Sie den Namen des Antragstellers der Liste der erwarteten Besucher zu. Paul Steiner, Leiter der Gefängniswachraum. Okay. Hiermit beantrage ich Zugang zum Haftbereich D. Persönliche Daten, Name des Besuchers Karl Griesham. Alles klar. Keine Ahnung. Zweck des Besuchers, Anlieferung folgender Gegenstände. 1. Neue Probe des Protokolls TG01. Von Metallindustries Verbrauchsgüter, die das Personal des Haftanstalt bestellt hat. Alles klar. Anmerkung 1. Benutzt Lieferfahrzeug 2 TG01 Muster wird in gekennzeichneten Aktenkoffer transportiert. Ende. Okay, sagt mir jetzt nix, aber hey. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, was mit dem los war, auf einmal Feuer ausrasten. Keiner hilft dir. Keiner wird hier hinkommen. Du wirst eh nur enttäuscht. Hey doch. Hey, leise. Hi, Susan. Okay, nein, das war jetzt gemein. Keine Ahnung, was für eine schreckliche Vergangenheit er vielleicht hinter sich hat. Wer weiß. Bedauerlich. Was ist das? Kontrollgerät für den Rollladen. Den Hebel hochziehen? Warum denn nicht? Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber hey. Eine Schreibmaschine, da würde ich doch einfach mal jetzt wirklich speichern. Warum denn nicht? Hier könnten Sie Ihren Spielstand speichern. Möchten Sie das Farbband benutzen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil für den Fall, dass wir mal abkratzen sollten, ne? Also das ist nicht so, dass es hier so Checkpoints gibt, so wie in Remake oder so, wie in den 2er und 3er Remake oder den anderen Teilen, so, ne?
Das heißt, wenn wir sterben, starten wir wirklich genau dort, wo wir zuletzt mit dem Fahrband gespeichert haben. Oh nein. Richtig nice. Sie wird von der anderen Seite blockiert. Von hier aus kann sie nicht geöffnet werden. Okay. Dann können wir, denke ich mal, zurück. Es sei denn, hier ist noch irgendwas Schönes. Aber glaube nicht, viele Überwachungsbildschirme. Vermutlich, um die Gefangenen zu beobachten. Ja, warum wollt ihr die alle beobachten, ihr Perversen? Hier lesen viele Management-Unterlagen. Hier liegen viele, mein Gott. Mein Deutsch. Sprachen lernen, Bubble. Mein Deutsch, meine Lesekunst. Jemand hat mir eigentlich auch mal letztens unter den Kommentaren geschrieben, ne, wenn ich, dass ich vielleicht einfach mal das Lesen weglassen soll, weil ich mich oft verlese, aber es liegt wirklich oft, es liegt nicht an meinem Problem, dass ich nicht lesen kann oder so. Ich kann wohl lesen, aber keine Ahnung, ich verspreche mich dann immer zu oft oder verlese mich dann einfach mal gerne und wiederhole jeden Scheiß nochmal. Ich meine, ich wiederhole mich jetzt schon. Aber ey, ist nett gemeint, aber alles gut, aber ich lese gerne vor. Handbuch. Ihr könnt es ja auch sonst überspringen, wenn es euch abfuckt. Bin juckt. 3D-Duplikator, Benutzerhandbuch. Unser neuestes Produkt, der 3D-Duplikator, besteht aus zwei Teilen. Der 3D-Scanner, dieses Teil, tastet ein dreidimensionales Objekt ab. Legen Sie einfach das abzutastende Objekt auf diese Scannerschale. Es wird dann in 3D-Daten erfasst, die wiederum an den Duplikator weitergeleitet werden. Okay. Der Duplikator, wenn Sie das umzuwandelnde Material auf die Maschine legen, können Sie mit Umwandlung aufgrund der vom Scanner aufbereiteten 3D-Daten beginnen. Die Umwandlung wird mit 100%iger Datengenauigkeit vorgenommen. Das Ergebnis ist ein perfektes Duplikat des Originals. Ja, das ist nice, auf jeden Fall. Okay, dann machen wir das mal. Falsche Taste. Wenn das überhaupt geht. Erstmal prüfen. Adler-Emblem. Nicht Fire-Emblem. Ein Emblem mit einem Adler-Symbol. Es scheint aus reinem Gold zu sein. Genau, und... ja, ich weiß, genau. Der 3D-Drucker hier... Der macht das ja nicht aus Metall, der kopiert das ja einfach. Und da dieses goldene Ding aus Metall ist, können wir das eigentlich nicht mitnehmen. Deswegen werden wir das doch einfach mal kopieren. Ach, bin ich doof. Bin ich doof oder bin ich doof? Gott. Okay. Benutzen. Übertragung der 3D-Daten beendet. Ja, nach langer Ohrenkrebs-Sounds auf jeden Fall. Ein Duplikator, damit könnte ich etwas kopieren, wenn ich die... Ach so, ich brauche dann auch irgendwas Nützliches. Irgendwas, was dazu passt, ne? Scheiße. Das heißt, ich habe jetzt nichts, was dazu passt, ne? Oh, öde. Was für ein Scheiß. Ja, also bleibt mir ja keine andere Wahl. Please deposit any metallic items you have in the security box. Ist ja gut. Ja, dann tue ich die Sachen zurück. Dann tue ich die Sachen da rein. Zählt das Farbband denn wirklich auch noch dazu? Ich weiß es nicht. Ich möchte das Farbband eigentlich gar nicht unbedingt da rein tun. Bitte. Scheiße. Ja, okay. Ist gut. Ich hab's kapiert. Farbband muss dann auch wohl rein. Ob wir wollen oder nicht.
in the security box. Ja, ja. So, hier, bitteschön. Was? Dein Scheiß Ernst jetzt? Achso, hab ich das wieder zurückgeholt oder was? Seid ihr doof? Nö. Sind die irgendwie vom Wahnsinn besessen? Nö. Please deposit Nein. any metallic items you have Nein. in the security box. Nein. Hä? Das Erste-Hilfe-Spray auch, oder was? Ey, was ist das? Please deposit Das Erste-Hilfe-Spray ist auch aus Metall, okay, wusste ich nicht. Okay, das hätte ich wissen müssen, aber wusste ich nicht. Egal. So, jetzt können wir durch. Boah. Zombies. Was war denn hier nochmal drin? Achso. Meine Pistole. Nein. Obwohl, doch, kann auch rein. Pistole. Und Munition. Mein Feuerzeug und mein Messer. Würde ich gerne wieder mitnehmen. Wartet, ich muss gucken, wo lang. Ah, okay. Also wieder zurück. Glaube ich. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Habe ich noch nicht ausgerüstet? Sollte ich mal tun. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Hi! Ja, den Schalter betätigen. Ach Gott! Ach Gott! Ach Gott! Nein, 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 nein. Tschüss! Lass mich durch. Ey, ich will da rein. Ach Gott! Oh mein Gott! Was passiert, wenn ich jetzt wieder rausgehe? Sind die da immer noch, oder? Ach Gott. Zombies. Ah, die sind da immer noch. Ja, ja, kommen sie, kommen sie, kommen sie. Oder kommen die nicht? Doch, ich höre sie. Bams, bams. Yeah. Ach, bin ich doof. Ich drück immer auf die Karte. Oh, ich hab gar nicht mehr viel Schuss. So ein Fuck. So ein Fuck aber auch. Was mit dem Messer? Kann ich auch messern? Ja, ich kann messern, aber ob das effektiv ist bei den Zombies, weiß ich nicht. Okay, die scheinen ja tot zu sein. Oh Gott. Was ist das? Feuerlöscher mitnehmen. Wofür brauchen wir einen Feuerlöscher? Das ist eine gute Frage. Ja, verdammt gute Frage. Jetzt mal ernsthaft. Oh. Oh nein, Zombies. Ja, kommt der? Kommt der oder kommt der nicht? Ah! Nein! Lass mich! Hau ab! Oh, scheiße. Ich sollte vielleicht doch nicht messern. Vielleicht ist das doch keine gute Idee. Dann ist Abballern doch eher die bessere Wahl. Nein! Oh, Junge! Hau ab! Junge! Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ich habe zwar wieder viel Munition verschwendet. Oh ja, ich habe nur noch 2 Schuss. Aber ich bin ein Held, ne? Boah, ich heile mich jetzt einfach mal. Dann bin ich wieder auf gesund. What the fuck? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Okay, doch. An ihr klebt noch frisches Blut. Ja, da wurden anscheinend welche
enthauptet, würde ich mal so sagen. Die indigo-blaue Platte hat eine Hüllung. Oh, so, ihr wisst schon. Okay, was soll ich jetzt mit diesem Feuerlöscher bitte machen? Wofür habe ich diesen Feuerlöscher? Oh, ich komme mir jetzt mal auf die Karte, ne? Ach, ich bin ein Held. Prüfen. Damit kann Feuer gelöscht werden. Ah! Vielleicht... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Alles klar. Ich hätte eine Idee. Leute, ich hätte eine geile Idee. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass mich gleich was Böses erwarten wird. Oh Gott, oh Gott. Ich werde einfach rennen. Ah, ich wusste es! Nein! Bitte! Bitte! Nein! Lass mich! Nein! Nein! Lass mich! Ich bin unschuldig! Ah! Lass mich! Oh mein Gott! Zombiehunde, ey. Wer hätte es anders gedacht? Was zum Teufel machst du jetzt da bitte? Geht mal weg! Geht mal kacken! Oh Gott, nein, noch mehr Zombies. Okay, jetzt habe ich gar nichts mehr. Was Munition betrifft. Das heißt, ich muss rennen. Ich muss einfach rennen? Nein, lass mich! Okay, lass mich einfach durch. Lass mich einfach durch. Einfach durch. Nein, komm, lass mich durch. Genau. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt benutzen. Ja. Ja, genau so. Bitte. Nehmen. Ja, nehmen. Genau. Aktenkoffer. Okay. Was ist da drin? Ich bin auf Achtung, okay. Nein, prüfen. Was ist da drin? Dort befindet sich ein Schalter. Betätigen. Ah, genau das, was wir brauchen anscheinend. Sofern ich überlebe. TG01, Produktbeschreibung. Oh Gott. Während Zombies um mich herlaufen, einfach mal die Beschreibung lesen, ne? Kein Ding. Danke für Ihre Unterstützung und für die Verwendung unserer Produkte. Dieses Mal haben wir unsere fortschrittlichste Technologie angewendet, um eine einmalige Antimetalldetektor-Legierung namens TG01 erfunden. Eigenschaften von TG01 wird von keinem Metallobjekt erfasst. Von keinem Metalldetektor erfasst. Zweitens, erzeugt kein Bild bei der Röntgendurchleuchtung bei der Einreise. Drittens, leicht aber widerstandsfähig. Wir planen für die Zukunft die Herstellung verschiedener Waffen mit dieser neuartigen Legierung anbei eine Probe für sie. Wir erwarten dann ihren Rückruf bereits möglicherweise zukünftiger Geschäftsideen. Metallindustries Co. Karl Rethil, keine Ahnung. Leiter Forschungsplanung. Okay. Okay. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Warte mal. Ich hab ja ein Fahrband. Also, das nutze ich aus. Und speichere da einfach direkt. Ich hab keinen Bock, den ganzen Weg nochmal da hinten nochmal zu laufen, ey. Sorry. Das ist es mir nicht wert. Nee. Speichern direkt. Komm. Wir sollten eigentlich sparsam mit Fahrbändern sein, aber hier ist es gerade echt extrem.
Ich habe einfach keinen Bock, totgeknabbert zu werden und dann den Shit nochmal zu machen. Das möchte ich halt so gut wie es geht vermeiden. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Nicht. Nein! Lass mich! Nein! Lass mich, hab ich gesagt. Hör auf, mich anzuknabbern. Ich bin nicht lecker. Nimm die Pfoten weg, das ist meine Pizza. Nein! Komm, lass mich doch. Nein, geh. Ja, genau. Ha, daneben. Ha, ha. Geschafft. Okay, da sind auch noch gleich Zombies, also sollte ich mich nicht zu früh freuen. Gut. Der sieht mich nicht, glaube ich. Leute, das Feuer wurde jetzt auch gelöscht irgendwie. Durch magische Art und Weise. Okay. Wieder dorthin zurück. Wo die Zombiehunde sind. Okay, ich bin auch auf Achtung. Okay, ich denke, ich könnte es schaffen. Ah, Zombiehunde. Zombiehunde. Der Cerberus. Der ist robust. Ah, da kommen sie alle wieder. Nein. Boah, Junge, hast du gerade eine Vorwärtssalto gemacht, während du gesprungen bist, oder was, Junge? Oder sah das gerade nur so aus? Keine Ahnung. Ach Gott, nein. Nein, du kriegst mich nicht. Vergiss es. Ich bin nicht zum Anknabbern da. Never, ever, ever. Oh Gott, nein. Natürlich, ne? Sobald ich das gemacht hab, ne? Sobald ich die Dinge habe, die ich brauche, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Zombies gleich hier eindringen. Das ist eigentlich... war mir eigentlich sowas von klar irgendwie. Aber irgendwie auch nicht, weil ich auch irgendwie gehofft habe, dass es nicht so kommt, aber... Was soll ich erwarten? Was ist das? Vorhängerschlüssel, okay. Ich glaube, damit kann ich eh nichts machen, also von daher... Ah, Feuerzeug sollte ich auch ablegen. Junge! Messer darfst du auch da drin lassen, danke, bitteschön. So, okay. Renn! Renn, liebe Claire! Okay, die sind noch nicht eingebrochen hier. Okay. Das erleichtert mich ja doch irgendwie sehr. Farbband nehme ich trotzdem mit, um zu speichern vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich das tun. Erste Hilfespray, um mich zu heilen. Vielleicht sollte ich das auch mitnehmen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay, Ja, sehr schön. Benutzen. So fühlt es sich bei mir an, wenn bei mir am Zahn rumgebohrt wird. Okay, nein. Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das würde viel mehr wehtun. Legierungs-Emblem, ja, mitnehmen auf jeden Fall. Jetzt ist es nicht mehr Gold, sondern Silber, aber das juckt uns ja eigentlich einen Scheiß. Hauptsache es passt und, ja, ich glaube, ich nehme erstmal den Weg hier. Einfach nur, mich ein bisschen in Sicherheit zu bringen und so, ne? Ihr versteht schon. Und dann zu speichern natürlich. Warte mal, ist hier eigentlich noch was zum Lesen? Nee, eigentlich nicht. Die E-Mail an Leon wurde bereits abgeschickt. Ach ja! Leon S. Kennedy! Stimmt ja. Claire hat jetzt Leon kontaktiert. Genau, das viele fragen ja, haben sich ja oft auch gefragt, seitdem Teil 6 raus ist, woher sich Leon und Chris kennen. Genau aus diesem Grund hier, in dem Claire eine E-Mail an Leon geschickt hat. Leon wird dann Chris irgendwann kontaktieren
dass seine Schwester hier gefangen ist auf einer Insel und dadurch werden die sich wohl irgendwie kennengelernt haben. Und was die nach den ganzen Abenteuer gemacht haben, ob sie sich alle mal privat getroffen haben oder so, das konnte ich mir vorstellen. Ich meine, die sehen sich ja alle nicht nur, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht oder so, ne? Wäre ein bisschen unrealistisch. Aber was ist hier schon realistisch? Woher soll ich das wissen? Wer weiß. Vielleicht wird es ja irgendwann zur Realität. Wer weiß. Hoffen wir mal nicht. Also ich möchte keine Zombie-Apokalypse in meiner Stadt. Oh Gott, nein. Please deposit any metallic items. Ja. Genau, das kann ich mitnehmen. Wegtun. Und jetzt... Renn! Ah! Oh, shit! Ja. Nimm die Sachen mit. Ich dachte, nimm die Sachen mit. Feuerzeug. Messer. Pistole. Feuerwehrlöscher, glaube ich, nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Aber das da. Und weg hier! Yeah! Geschafft! Okay, versuchen wir uns nochmal irgendwie in Sicherheit zu bringen. Bevor wir den Part beenden, weil der Part ist schon lang genug, denke ich mal, würde ich mal so sagen. Erstmal an den Zombie-Hunden wieder vorbei. Hi! Gehst du mit mir Gassi? Braves Hündchen! Brav! Ja, nicht beißen! Aus! Und tschüss! Ah. Okay. Oh! Fuck my life! Junge, geh weg! Lass mich! Benutzen. Warum ist das nicht möglich? Komm! Warum? Der Haupt... Ist das nicht hier? Eines Adlers! Ja, komm! Das ist doch das! Komm! Ja! Lass mich durch! Oh Gott! Oh Gott. Leute. Okay, bevor wir hier weitermachen, bevor wir jetzt weitergehen und irgendeinen weiteren Schritt wagen, würde ich sagen, beenden wir hier diesen Part, Leute. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Nein. Doch. Und im nächsten Part geht es weiter mit Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Bis zum nächsten Mal und ciao!